klingelt wieder jeden Morgen ein Dilemma. Ich zieh die Jalousien noch, Hip Hop noch scheiß Wetter. Ich versteh den ganzen Stress um den Hype der Zeit nicht, der mir Tag für Tag meine schöne Freizeit zerfrisst. Nur gedrungen steh ich auf und putz meine Zähne, währenddessen ich mich anzieh und Rücksicht zur Gähne. Hinter mir bildet sich ne Schlange und ich frag, was das soll. Ich antworte, stress dich nicht und hört auf zu trollen. Was der Auslöser ist, dass alle hektisch werden. Sie könnten sich auch epileptisch auf den Boden werfen. Egal, ich geh weiter und ab in die Küche. Bild-Zeitung ist schon aufgeschlagen mit lauter Gerüchten. Was Mord, Terrorismus und das eigene Land ist schuld. So ein blödes Gelaber. Die suchen nun einen Grund, um sich besser hinzustellen, als der Rest von ihnen denkt. Ich schüttel den Kopf, denn der Morgen ist verschenkt. Warum ich das durchziehe, denn das Leben ist ein reines Geduldsspiel. Zieh die Haustüre zu und lauf die Straße entlang. Drück Play auf meinem iPod und steck die Kopfhörer dran. Und ich hör Musik, weil ich dann ne kurze Pause hab. Einfach mal abschalten und kräftig durchschnaufen kann. An der S-Bahn angekommen, wieder nur Gedrängel. Alles viel zu stressig um mich rum, nur Gequengel. Ich quetsch mich durch, um pünktlich bei meinem Chef zu sein. Bin ich wieder zu spät, komm, will nicht, dass er weint. Ich bin grad noch pünktlich, trotzdem kontrolliert er mich stündlich. Und weil ich alles richtig mach, frag ich mich, was der Grund ist, dass er mich nur anschnauzt und immer meine Fehler sucht. Jeden Tag aufs Neue, jeden Tag das gleiche Buch. Endlich Feierabend, egal was mein Chef denkt. Ich schüttel den Kopf, denn der Tag ist verschenkt. In mein Bett fallen und kann es nicht glauben, dass ich viel gearbeitet hab, doch nichts erreicht in meinen Augen. 12 Stunden unterwegs und noch so viele Fragen. Schlaf langsam ein, ohne was erreicht zu haben.